Hallöchen, willkommen zu einem neuen Video zu Hyrule Warriors Legends. Ein Spiel, wo ich, sagen wir so, ein Viertel oder so durchgespielt habe. Es gibt noch viel, viel zu machen, aber naja. Es ist dieses Spiel hier für den 3DS. Hier kann man sehen, das meiste Zeug, warte. Scharf. Also eine Sache da. Jawohl. Vielleicht wisst ihr, was für eine Sprache das ist oder auch nicht. Egal. Es ist jedenfalls Spanisch und hier sieht man eigentlich recht gut neue Charaktere, neue Bosse, neue Gegner, neue Schlachten. Jawohl. Ein cooles Spiel, finde ich. Naja. Die Musik ist auch so eine Sache, die ich recht cool finde. Also, man hat Legende, freier Modus, Abenteuermodus, Feengalerie. Aber noch mehr. Legendenmodus ist die Geschichte, die man spielen kann, die ich schon durchgespielt habe. Hat mir eigentlich recht gefallen. Aber ihr werdet sehen, dass ich sie recht schnell durchgespielt habe. Und da werdet ihr, da werdet ihr sehen, wieso. Freimodus werdet ihr jedenfalls beim Beginn dieses Spiels, Wii U, 3DS oder Switch, werdet ihr, egal wo, werdet ihr von Anfang an nur Legendenmodus auswählen können oder Option natürlich. Und ich glaube Feengalerie, ich bin mir nicht mehr so sicher. Egal. Halt die Geschichte spielen. Freier Modus, jedenfalls die Schlachten, die man im Legendenmodus gewonnen hat, kann man im freien Modus mit einem x-beliebigen Charakter, den man freigeschaltet hat, spielen. Zu Anfang spielt man natürlich Link. Abenteuermodus ist so ein kleines, das finde ich auch irgendwie cool gemacht. Ja, da seht ihr es. Ich habe nicht wirklich extrem viel gemacht, aber naja, es ist schon ein recht großer Teil hier, muss ich schon sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Naja, man kann auf Suchen oder so gehen, in die Schlacht gehen, wie man hier sehen kann, diese Gold oder Silber, das ist je nachdem, wie man die Schlacht beendet hat. Gold natürlich super, Silber, Mittel und Bronze, naja, man hat es einfach gewonnen. Einige habe ich nicht gemacht und ja, es ist, weil ich die Charaktere richtig hochleveln will und dafür will ich einfach mal einen beliebigen Charakter hochleveln und dann die anderen. Jawohl. Aber ich habe schon einiges gemacht. Die Karte ist groß und es gibt eine zweite Karte, die auch auf dem 3DS sowie auch auf der Switch-Version schon drauf ist jedenfalls. Sie müssen nicht dazu zahlen oder so. So, der Wind Waker Map. Was auch richtig cool ist. Auf der Wii U, wie gesagt, muss man wahrscheinlich die Sachen dazu kaufen, die kommen nicht dabei, also die muss man schon dazu kaufen, weil die Wii U-Version hatte das halt mit Wind Waker und anderen neuen Sachen nicht. Dann gibt es noch Feengefährtinnen, kümmere dich um deine Feengefährtinnen, das sind so Feen, die dich begleiten können und ja, dazu kommen wir später. Galerie, da kann man halt seine Kämpfe und so sehen, Kämpfe betrachten. Habe ich schon die Link, Impa, Sheik, Lana, Zelda, Darunia, Fei, Sia, Volga, Linkel. Das ist der neue Charakter. Ich glaube, jawohl, so. Neue Charakter, der, also, so wie ich gehört habe,
die weibliche Link, also der weibliche Link, einfach anstatt ein Schwert, ein Pfeilbogen. Kann man hier noch Musik hören zu den Schlachten, die man gewonnen hat. Es gibt das alles, aber dann gibt es noch, ja, es ist schon sehr viel. Und dann gibt es noch immer Fragezeichen, 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 so wie da. Jawohl, da passiert absolut gar nichts. So viele Fragezeichen. Bilder betrachten, das sind Bilder, so, also die sind noch nicht vollständig. Diese Bilder muss man vervollständigen, wenn man alle Skulltulas gesammelt hat und die kommen werden der Schlacht, dann muss man die aber noch extra suchen und naja, ich habe deswegen die Legende durchgesuchtet und ja, jetzt kann ich mich auch auf die Suche nach Skulltulas machen, das mache ich auch. Orden, verdienten Orden halt und halt Erklärung, wie was ist, so Steuerung, Spezialangriff, Magie entfesseln und das. Eben zu dem wollte ich kommen. Magiekrüge, dass wenn man das Ding jedenfalls bis zur Hälfte voll hat, am besten natürlich, wenn es voll ist, kann man die Fee auch nutzen, ansonsten nicht. Naja. Wieso auch immer. Dann Optionen, Einstellungen und halt Extras. Jawohl. Und ihr werdet gleich sehen. Ich habe die ganze Legende fertig. Ja. Fertig, 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 fertig. Ja, das ist halt das neue, das Mädchen in Grün. Die neue Geschichte halt. Muss man auch spielen, um zu den neuen Sachen zu kommen. Da, wie man sehen kann. Wirklich von einem bekanntesten Zeldas. Ocarina of Time. Twilight Princess. Moment. Und Skyward Sword. Ja. Es sind wirklich, wirklich viele. Gandalf ist natürlich auch dabei, wieso nicht? Link, Lana, Impa, Zelda, Linkle. Ja. Dann kommen wir zum interessanten Zeug. Wind Waker. Oh mein Gott, ist das geil. Ich kann gar nicht sagen, wie ich es für eine Freude ich gehabt habe, dass ich das endlich spielen konnte. Wind Waker, ein neues Unheil. Also eigentlich nicht schön, aber. Boah. Jawohl. Auf einfach und normal habe ich schon. Es gibt natürlich auch Held, ja. Die verwunschene Bastion. Wer kennt die nicht? Wahrscheinlich die, die Wind Waker nicht kennen. Dann halt Gerudo-Wüste, das ist jetzt nichts Neues. Aber ich glaube, bei der Schlacht sogar bekommt ihr einen neuen Charakter. Und den werde ich euch gleich zeigen. Gibt es noch das? Ein Tempel der Seelen. Ich glaube, das ist auch etwas von Wind Waker, wenn ich mich nicht täusche. Das ist jedenfalls etwas von Wind Waker, weil ich es mir im Kopf gemerkt habe, jedenfalls Terra Tempel und C4, aber es sind wirklich Orte von Wind Waker, jawohl. Ich glaube, hier bekommt ihr auch einen neuen Charakter. Nicht hier, sondern schon hier. Also hier bekommt ihr schon zwei neue Charaktere. Und auf der Wind Waker Map könnt ihr diese Charaktere auch freischalten. Aber das ist mir zu lang gegangen. Ja, ich muss sagen, starten wir.